Heute kochen wir einen Kaiserschmarrn. Dazu mischen wir folgende Zutaten in einer grossen Schüssel. 2 dl Milch, 1 dl Rahm, 4 Eigelb, 160 g Mehl und ein Prisel Salz. Das Eiweiß schlagen wir steif und ziehen es vorsichtig unter den Teig. In einer grossen Bratpfanne erhitzen wir die Hälfte der Butter und geben den Teig dazu. Wenn er schön goldbraun angebraten ist, geben wir die andere Hälfte der Butter dazu und kehren den Teig. Wenn auch diese Seite schön knusprig ist, zerpflücken wir ihn in kleine Stücke und streuen einen Haufen Puderzucker drüber. Und servieren sofort am Kaiser den Schmarrn. Einen guten!